So Leute, kleine Info vom Video. Ich bin vom 8. bis zum 24. leider nicht da, wegen Ferien und so. Heißt, es werden in der Zeit zwar Videos kommen, aber ich kann leider nicht livestreamen auf Twitch. Heißt, die Livestreams gehen erst wieder ab dem 24. los. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, was geht ab? Heute reagieren wir auf Satta Hugo, auf das neueste Video. Monte, ich liebe dich. Ich denke mal, wird ganz geil. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht so lange. Check gerne die ganzen Sachen in der Videobeschreibung aus. Und dann würde ich sagen, wir legen direkt los. Fangen wir mal wieder mit Trimix an. Wir schreiben alle ho. Letztes Mal war auch schon Trimix mit Only Up drin. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Herzlich willkommen zum Battle of the Socials. Schön, dass das war da krank, seid. Das Event. Herzlich willkommen zu Battle of the Socials. Zu Deutsch, wie vorhin schon gesagt, Kampf der sozialen Netzwerke. Hier fliegt weg. Die Halle ist schon sehr krank groß. Banger im Hintergrund, Alter. Geiler Track. Wie heißt der Chat? Ich muss jetzt rausfinden. Ich muss mir jetzt abspeichern. Grüße in den Chat. All or Nothing heißt der Song. Das Oha. Ey, was? Wieso haben wir denn jetzt geantwortet? Was? Für welches Team seid ihr? Team Elias. Team Elias. Eli, du sollst hierher kommen. Ey, was ich für Videos gesehen habe, das ist ein richtig krankes Schwein, ne? Wo du da irgendeine Sexpuppe in einen Böller reinsteckst. Ja, das ist auch mal wieder aus dem Zusammenhang gerissen. Ich weiß zwar nicht, wie man sowas noch aus dem Zusammenhang reißen kann, aber... Das ist aus dem Zusammenhang gerissen? Was willst du denn aus dem Zusammenhang reißen? Aus dem Zusammenhang. Man kennt's. Nimm das, du. Okay. Alright. Ja, warum bin ich gebannt? Warum bist du gebannt? Ich hab mir was geschrieben. Ja, das kann nicht sein. Wie ist denn dein Nickname? Gucken wir nach. 7KXN7. 7KXN7. Der hört sich ein bisschen... No front, so, ne? Aber der hört sich ein bisschen an wie Tommy. Von Monte. Jetzt können wir da mal nachschauen und Live-Analyse machen, warum wir den Herren gebannt haben. Du wurdest gebannt, weil du bei Weave Scheiße geschrieben hast. Wenn Leute massiv bei irgendwelchen anderen Leuten, auch Kumpels von mir, Scheiße schreiben, dann werden sie halt manchmal bei mir auch gebannt. Vor allem, wenn es irgendwie so frauenfeindlich ist oder so. Tut mir leid, Freundchen, aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Achso, alles gut. Shindy, kannst du ganz kurz über dich schreiben? Shindy, Junge, respektlos. Hast du von Shindy schon mal was gehört? Wüsste ich jetzt nicht. Ich weiß auch gerade nicht, wie der aussieht, aber das sehen wir ja bestimmt gleich, ne? Kennst du... Junge, das sind Statements, noch nie gehört. Junge, das sind Statements. Oha, ey, aber das sieht wirklich ein bisschen ähnlich aus. Wir sind Team Lena, wir sind Team Gelb. Bin jetzt dabei auch. Super. Unangenehm. Blitzer machen einmal über das Spielfeld. Ich geb dir auch einen Fünfer dafür. Naja, sch drauf. Geiler Typ. Okay, wir müssen zurück, das gibt Ärger. Und den Elfmeter wird natürlich jetzt Eli Geller schießen. Ich glaube auch, wir gehören zu den besseren Teams. Ich habe aber auch wirklich nicht gecheckt, wie die Vierter geworden sind, ne? Ich habe es ehrlich nicht gecheckt. Ich dachte, die kommen safe ins Finale. So eine Krawatte. Tebro. Junge, Eli will nicht mehr, er kann nicht mehr. Er denkt sich, wow, wann kann ich gehen? Was ist eure Analyse von dem Spiel bisher? Also wir sind enttäuscht von Team Twitch, sind wir echt enttäuscht. Team Twitch hätte nach Umfragen gewinnen müssen. Schluss aus, Vierter am Ende des Tages, Team Eli. Gute Besserung an Bilo. Digga, stell dir vor, du bist umgekehrt. Das war krank. Also, kurze Frage. Nicht so geil. Hugo macht ein gutes Turnier, ihm fehlt ein bisschen die letzte Abschlussmöglichkeit. Es fehlt ihm auch bei der letzten Hunger-Challenge die letzten zwei Tage. Er muss abbrechen. Oh, never mind. Fühlt sich der Rasen an, wie ist es? Der ist geil, Digga, aber gleitet richtig. Bist du einer, der gerne grätscht dann? Ja. Hugo ist der Meister der langen Antworten. Der knallt hier raus, die Dinger, das ist ja Wahnsinn. Ey, ich glaube, es ist der, aber kennt ihr diesen Meme mit diesem Haarbicht? Der war so geil. Spiel zu Noppenstollen, Schraubstollen, wie sieht's aus? Ja. Passform gut? Ja. Der hat Wege, ja. Der hat Wege getan. Der war gar nicht. Du hast aber auch gespielt? Ja, die letzten drei Minuten. Richtig, wie war's? Stark. Drei Minuten, okay. So, die Leute sind da, die Stimmung ist geil. Ja. Ich sehe voll viele Freunde, ist natürlich auch super. Ja, mich siehst du? Ja, okay. Das wäre optional jetzt gewesen. Was machst du denn jetzt? Arschbohrer kriegt jeder. Arschbohrer bringt Glück. Absolut. Monte, ich liebe dich übrigens, ne, falls du das siehst. Monte hat ja im Stream gesagt, dass er auf dich steht. Und ich sag euch warum, weil die einfach offen ist. Vielleicht steht auch rasierte Frauen. Ich lasse meine Arschhaare wachsen. War sonst immer Team Achseln rasieren, aber irgendwie finde ich meine Achselhaare f***ing sexy, Digga. Monte! Ist ein Sechser im Lotto. Hier, das ist er doch. Das ist doch der Habicht. Sag ich doch, Habicht.
Genau das meine ich. Weiß immer nicht, ist es der echte Chiago oder einfach nur irgendein Depp, der sich die Brille angezogen hat? Irgendein Depp, der sich die Brille angezogen hat. Ey, no joke, einfach so ein Atze, ey. Acting King. Ausverkaufte Tour, aber ich... Bro, was mach ich da? Herzchen, Hulli auf, ich hab durch die Nau. Wie findest du meine neuen Haare? Was meinst du mit neu? Kommt der Tail gemacht, weiß. Okay. Männer, die checken das nie. Ich glaube, das ist eine Farbe, die gut zu dir passt. Weil du hast jetzt ein bisschen so ein Schneewittchen. Schneewittchen? Ja, Schneewittchen hat eigentlich schwarze Haare. Ja, meinst ja. Ist auch okay. Ja, hey Phoebe, ich wünsche dir noch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Frisur zu ernst genommen. Diese Frisur von Knossi ist respektlos, sage ich. Der weiße Wolf. Naja, aber es sah auch gar nicht gleich aus, oder? Ja, Knossi ist ja viel, viel heller. Ist auch viel kürzer. Der weiße Wolf. Und dann USA, Plastik, die Scheiße komplett drauf. Wir kommen hier, ja, hier aber mit den... Oha. Es ist aber auch... Schön. Freut mich total, dass du mal jetzt so richtig... Ja, ich erzähl doch von unserem Urlaub. Ich find's klasse. Ich find's toll, dass du mich mal ausreden lässt. Ey, no joke. Das ist der Wein von den Geisen. Ich hätte jetzt Bescherung. So Lust, wie er mir damals das Bier ins Auto geschüttelt hat. Oha. Mein ins Gesicht hat er mir nicht geschüttelt. Der Körper, ja. Der verändert sich ständig bei einer Frau. Ich find reife Frauen auch mega interessant. Reife Frauen ab 50? Das ist komplette Sport 1 Regime, ey. Meinst du, ich check das nicht? Sport 1 ab 23 Uhr? Du, jetzt benimmst dich. Nee, jetzt benimmst du. Nee, du guckst mich gar nicht. Hast du einen Sitzen eigentlich? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich bin unten frei. Jens, es spiegelt sich überall. Hä, warum hast du dich jetzt aber kurz entblößt und wieder. Ich wär so weit. Was, du wärst so weit? Du, jetzt ist gut. Ich hatte auch gestern ein E-Date. Ich hab mir ein E-Girl gemietet für Valorant zum Spielen. Ja, das hab ich gesehen. Ich hab eine Stunde gebucht und sie wollte länger spielen. Was ist denn ein E-Girl? Ich hab ihr 4 Dollar bezahlt und hab ich eine Stunde mit ihr spielen dürfen. 4 Dollar? Ja, war voll billig. Wie alt bist du überhaupt? 28. Oh, krass. Ich bin genauso alt wie du. Ich weiß. Würdest du sagen, spazieren gehen am See, ist das romantisch? Ja. Gut. Wohnst du auch alleine? Das willst du jetzt wissen, ne? Was? Ach, schade. Ich bin so schlecht. Genau deswegen finde ich keine Freundin, weißt du? Was sagst du, ist noch ein Schritt zu weit beim ersten Date? Wenn man schon knicki-knacki möchte. Echt? Ich bin auch der Meinung, was bringt dir ein Mensch, der total optisch vielleicht schön aussieht, ja, aber total toxisch in einer Beziehung ist. Wow. Und da hast du geredet wie eine Löwin. Jetzt geht's ja los. So an sich war, hat sie ganz gut geredet, aber das hat er alles reingeschissen. Oder eher einer der weirden Leute, die ich gebucht habe. Du bist auf jeden Fall nicht unangenehm. Aber auch nicht cool. Dame. Nicht da, sondern ja. Ah. Da darfst du nicht springen, weil da will ich damit niederringen. Guter Reim. Und wenn die Glocken erklingen. Geil, ja. Ich finde das so geil. Alter, krass, das ist auch genau das gleiche, was Frauen zu mir sagen. Boah, der war so fancy. Digga, wirklich, also wann wird der endlich gecancelt? Ich kann Reime nicht mehr wegen Schiff Strubel. Ich kann, glaube ich, auch keinen Rap mehr hören oder irgendwas, was ich reime. Ich muss dann immer an Schiff Strubels Fresse denken und will da reinschlagen bei jedem Reim. Ich weiß, du willst mir in die Fresse hauen. Nur du kannst nicht. Ich hab meine Feuerwehr angerufen. Die haben meine Nummer gelöscht. Okay. Aber war nicht ein Clip von mir drin, oder? Video. Ja, nee. War eigentlich ganz geil, das Video. Sehr, sehr, sehr geil. Ich würde sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.